außerordentlich gut und der Bezug zur Geschichte 1832 weist ja erschreckende Parallelen zu heute auf. Ich denke schon, weil wenn ein System an sich am Ende ist, dann reagiert es mit genau den Dingen, die in der Rede 1832 beschrieben worden sind. Und wenn man es mit den heutigen Vergleichen und dem Bürokratiemonster Europa und unserer Verfasstheit sehen, dann glaube ich auch, dass die Strukturen und die Europäische Union in der jetzigen Form am Ende ist und deshalb Deutschland reflexartig ja diese EU, in der wir meinen, aufgegangen zu sein, verteidigt. Und genau das Gleiche passiert jetzt auch, was wir 1832 mit dem ausgehenden Absolutismus erlebt haben. Ich hoffe, ein Aufbruchssignal und ein Signal, dass alle konservativen und freiheitlich denkenden Menschen zusammenfinden. Das muss nicht zwangsläufig in einer Partei sein, aber dass sie sehen, es gibt ein gleiches Gedankengut, es gibt ein gleiches Ideal, was wir verfolgen. Und das kann man durchaus auch in unterschiedlichen Ebenen, gesellschaftlichen Positionen tun. Hauptsache, wir erreichen zusammen das Ziel, wieder ein freiheitlich denkendes, liberales Deutschland auf die Bildfläche zu stellen, wenn man es mal so prosaisch ausdrückt. Am 27. Mai wollen wir, wie wir es schon in vielen Demonstrationen gezeigt haben, mindestens, das ist das Ziel, 10.000 Menschen auf die Straße bringen. Wir wollen viele Menschen in Berlin, die Angst haben vom linken Mob, dazu bewegen, durch diese große Zahl an Menschen, diese kritische Masse, wie wir sie sehen bei 10.000, auch zu bewegen, sich aus den Straßen heraus spontan dieser Demonstration anzuschließen. Und wir wollen eben zeigen, dass auch die schweigende Mehrheit wieder den Mut in Deutschland findet, trotz aller Repressionen und Gewaltandrohungen von links, die es jetzt schon gibt, auf die Straße zu gehen. Ich habe das am 13. August 2013 in Hamburg ja gemacht, die erste Demo der AfD überhaupt organisiert. Und ich weiß, was das heißt. Und jetzt wollen wir ein Zeichen setzen in Berlin und ich hoffe, den Menschen Mut geben, noch klarer ihre Meinung zu artikulieren. Denkt an unsere Brüder 1989, die hatten noch viel mehr Repression und wehret den Anfängen, weil wenn wir jetzt nicht den Mut finden gegen diese Repression von links, linksextrem und bestimmten gesellschaftlichen Gruppierungen aufzustehen, dann haben wir vielleicht irgendwann DDR-Verhältnisse. Die haben wir jetzt schon, finde ich, in Leid und die Menschen müssen aufstehen und wieder für ihre Rechte eintreten und kämpfen. Gerne, Dankeschön. Danke.